Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up für diesen Look verwende, findest du unten in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. Und an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön an meine 22 Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren Support. Ich freue mich darüber sehr, wirklich sehr. Und ich hoffe, ihr amüsiert euch gut mit den Outtakes. Der heutige Fall wurde mir von Bex vorgeschlagen. Heute reden wir über Christine Schürer. Christine wurde am 30. Juni 1976 in Hannover geboren. Viel ist über ihre Kindheit oder Jugend leider nicht bekannt. Als Christine 11 Jahre alt war, verließ der Vater die Familie. Und danach beschränkte sich der Kontakt zu ihm auf das Nötigste. Während ihres Studiums ging sie als Austauschstudentin nach New York und lebte bei Verwandten in Manhattan. Danach studierte sie dann auch noch in Oklahoma. Zurück in Deutschland blieb sie für 6 Jahre in Göttingen, um Geschichte zu studieren. Danach ging sie dann nach Athen, arbeitete dort in einem Wohnheim, aber auch als Historikerin. Danach ging sie erstmal für eine kurze Zeit wieder nach Deutschland, aber es rief sie wohl das Fernweh und sie zog dann zurück nach Griechenland, nach Kreta. Dort arbeitete sie in einem Hostel. Im Frühjahr 2007 lernte sie dann dort auf Kreta den Schweden Torgny Hellgren kennen und sie verknallte sich Hals über Kopf in ihn. Er sah Christine allerdings mehr als Urlaubsflirt und als er das beendete und nach Schweden zurückging, versuchte sie sich das Leben zu nehmen, was aber nicht klappte. Für sie hatte das alles aber ein bisschen mehr Bedeutung und sie wollte ihn nicht verlieren und sie wollte auch nicht ohne ihn leben. Und so zog sie schon im Sommer 2007 nach Stockholm. Dort arbeitete sie dann als, ich glaube, Fremdenführerin. Torgny hatte sie dann noch nach Arboga eingeladen, also da, wo er lebte in Schweden. Und wollte sehen, ob es tatsächlich nur ein Urlaubsflirt war oder ob vielleicht doch mehr dahinter steckt. Doch die Gefühle waren anders als im Urlaub, woraufhin er sie mit einer SMS abschoss und damit kam sie gar nicht gut klar. Sie fühlte sich benutzt. Sie versuchte ihn telefonisch zu erreichen, aber schrieb ihm auch zahlreiche Briefe. Als das alles nichts brachte, versuchte sie sich erneut das Leben zu nehmen. Sie kam in ein Krankenhaus, bekam Antidepressiva und wurde dann einfach wieder entlassen. Und ich dachte, Menschen mit selbstverletzendem Verhalten werden erstmal unter Beobachtung gestellt. Torgny lernte in Arboga allerdings die 23-jährige Emma kennen mit ihrem 3-jährigen Sohn Max und der 1-jährigen Tochter Saga. Und er verliebte sich in Emma. Was sollte Christine jetzt tun? Nun, das, was arschige Menschen in solchen Situationen halt tun. Im Februar 2008 rief sie bei Torgny an und sagte ihm, na, ich war schwanger von dir, aber das Kind habe ich zur Adoption freigegeben. Was sie sich davon erhofft hatte, keine Ahnung. Das Ende der Beziehung zu Torgny akzeptieren wollte sie jedenfalls nicht. Freunde von ihr hatten gar nicht mitbekommen, dass sie schwanger war. Also es gab mal eine Zeit, wo sie etwas breitere Klamotten getragen hat, doch alles in allem dachten ihre Freunde eher, dass sie abgenommen hätte. Eine Adoptionsvereinbarung konnte auch nicht gefunden werden und sie hat sich dazu nicht groß geäußert und das muss sie ja auch eigentlich nicht. Freunden erzählte sie von ihrem Liebeskummer, ihrem Herzschmerz, aber wie besessen sie wirklich von Torgny war, das wussten die wenigsten oder eigentlich niemand. Sie war depressiv, sie bekam auch Antidepressiva, aber ob sie die wirklich nahm, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dann tickte Christine durch. Zwei Drähte, die sich nicht berühren sollten, berührten sich. Sie fuhr ins 150 Kilometer entfernte Arboga und dort war sie wohl schon am 12. und 15. März, schaute sich da wohl ein bisschen genauer um und am 17. März 2008 klingelte sie dann bei Emma am Haus. Emma öffnete die Tür und Christine sagte, Hi, ich bin Tine und verschaffte sich Zutritt zum Haus. Kaum im Haus attackierte sie Emma mit einem Hammer. Sie schlug ihr 15 Mal mit einem Hammer auf den Kopf. Danach ging sie zum 3-jährigen Max und zur 1-jährigen Saga und erschlug auch die beiden Kinder eiskalt mit dem Hammer. Sie schlug ihn immer und immer wieder mit dem Hammer auf den Kopf. Gegen 17 Uhr kam Torgny dann nach Hause, also er wohnte gemeinsam mit Emma und den Kindern in einem Haus.
Und er fand dann die erschlagene Emma und die zwei Kinder. Er rief natürlich sofort die Polizei und den Rettungswagen. Und alle drei wurden auch schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht, aber leider verstarben beide Kinder nach kurzer Zeit im Krankenhaus, während Emma noch um ihr Leben kämpfte. Einen Tag später fuhr Christine dann an den Flughafen, um nach Deutschland zu fliegen. In ihrem Handgepäck fand sich ein Hammer. Dieser wurde bei der Kontrolle halt entfernt. Sie erzählte einem Bekannten, dass sie gar nicht wüsste, wie der in ihre Tasche gekommen wäre. Sie könnte sich daran gar nicht erinnern. In Deutschland bekam sie nur ein paar Tage später mit, dass man nach ihr suchte. Also ging sie zu einem Polizeiauto und sagte zu ihnen, ich glaube, sie suchen nach mir. Sie gab an, an dem Tag in Agoba gewesen zu sein. Aber eher aus archäologischen Gründen. Sie wollte Runensteine finden und diese fotografieren. Sie hätte auch Fotos gemacht, allerdings sei die Qualität so schlecht gewesen, dass sie die Fotos von ihrem Handy gelöscht hätte. Sie sei also 150 Kilometer gefahren, um Runensteine zu fotografieren. Das Geld für diese Fahrt hatte sie sich von einer Freundin geliehen. Ein paar Zeugen gaben an, dass sie sie auch schon am 12. und 15. März 2008 in Agoba gesehen hätten, in der Nähe von Emmas Haus, dass sie da rumgeschlichen wäre. Man fand bei ihr auch ein Tagebuch und darin schrieb sie, wie sehr diese Trennung sie getroffen hat. Sie fühlte sich benutzt, zerkaut und wie einen geschmacklosen Kaugummi ausgespuckt. Sie schrieb auch, dass er sehr gerne weiter mit seiner kleinen Familie spielen könnte. Sie würde das tun, was für sie am besten ist. Ich finde es erschreckend, wenn jemand nach so kurzer Zeit schon so zerstörerische Gefühle hat. In Schweden wurde unmittelbar nach dem Auffinden der Kinder und Emma der Vater der Kinder verhaftet. Auf dem Revier sagte man ihm dann, dass seine Kinder an den Folgen dieser Attacke gestorben sind und dass der Staatsanwalt Anklage gegen ihn wegen Mord erheben wird. Daraufhin brach er natürlich zusammen. Seine beiden Kinder waren tot und seine Ex-Frau kämpfte ums Überleben und er soll dafür verantwortlich sein. Sein Verhältnis zu Emma war nicht das Beste, aber es regelte sich langsam und sie ließ ihn die Kinder auch öfter sehen und sie waren auch an den Wochenenden regelmäßig bei ihm. Sie hatten ihn verdächtigt, aber sie konnten ihn nach 2 Tagen von jeglicher Schuld freisprechen, was alles zusammen wirklich die Hölle für ihn gewesen sein muss. Er war derjenige, der seine Kinder in der Leichenhalle identifizieren musste. Er saß stundenlang bei ihnen und weinte eigentlich die meiste Zeit. Er hatte alles verloren. Dann rückte Christine in den Kreis der Verdächtigen. Emma war noch immer nicht bei Bewusstsein und die Polizei versuchte sie auch so schonend wie möglich zu behandeln. Doch als Emma aufwachte, konnte sie sich an diesen Angriff überhaupt nicht erinnern. Leider hatten die Rettungskräfte, aber auch die Polizei, den Tatort nicht sorgsam behandelt, sodass die erst viel später eingetroffenen Forensiker kaum noch Spuren sicherstellen konnten. Darunter befand sich auch keine fremde DNA. In Emmas Hand fand man ein Haarbüschel. Und man hatte die Hoffnung, dass die Haare halt von dem Täter stammen und man daraus die DNA bekommen könnte. Doch nach längerer Untersuchung musste man leider feststellen, dass es sich dabei um Emmas eigene Haare handelten. Am Tatort konnte man aber 2 Schuhabdrücke sicherstellen, die auf Schuhe hätten passen können, die Christine mal gehabt hat. Leider fand man diese passenden Schuhe nicht. Also bildlich konnte man beweisen, dass sie diese Schuhe mal besessen hat mit dieser Sohle, aber man fand sie halt bei ihr nicht mehr. An Christines Kleidung konnte man Katzenhaare sicherstellen. Emma hatte Katzen. Aber auch diese Haare stimmten nicht mit den Haaren von Emmas Katze überein. Angeblich hatte Christine diesen Mord schon gut 2 Monate geplant. Denn als sie aus der Wohnung in Stockholm auszog und in einen Vorort zog, hätte sie den Hammer ihrer Vermieterin mitgenommen. Was jetzt ein bisschen dürftig ist. Dafür gab es allerdings Zeugen, die Christine gesehen haben wollen und sie hatte ja einen Hammer bei ihrer Flucht dabei. Am 22. März 2008 wurde Christine von der deutschen Polizei festgenommen, aber schon am gleichen Tag entlassen. Am 30. März 2008 wurde sie dann erneut festgenommen, als man einen Haftbefehl auf sie ausgestellt hatte. Christine war nun in Gewahrsam der deutschen Polizei, aber natürlich wollte die schwedische Polizei sie haben. Christine wurde kurz danach nach Schweden ausgeliefert und die deutsche und die schwedische Polizei kooperierten miteinander. Am 30. Juli 2008 fing dann der Prozess gegen Christine in Schweden an. Verschiedenste Zeugen sagten vor Gericht gegen sie aus. Torgny, also
Ihre Affäre sagt aus, dass sie nur eine kurze stürmische Affäre von 4 bis 5 Tagen gehabt hätten, dass seiner Meinung nach alles gut zwischen ihnen war, aber es hätte halt langfristig nicht gepasst. Niklas, der Vater, sagte aus, wie es für ihn war, seine Kinder identifizieren zu müssen und dass er halt alles verloren hat. Außerdem seien seine Kinder nicht umgebracht worden, sondern man hätte sie abgeschlachtet wie Tiere. Im Zeugenstand ist er immer wieder in Tränen ausgebrochen. Emma konnte Christine vor Gericht identifizieren. Sie hätte sich zuerst nur bruchstückhaft erinnert, wenn überhaupt, aber als sie sie jetzt sah und ihre Stimme hörte, kam die ganze schreckliche Erinnerung zurück. Ein Gedächtnisexperte sagte aus, dass Emma halt sehr starke Gedächtnisstörungen hätte und er nicht sagen kann, ob sie sich wirklich erinnert oder sich ihre Aussage auf Überlegungen stützt. Christine sagte auch selber aus, sie sagte, dass die Trennung ihr schon sehr zugesetzt hätte. Ja, das stimmt, aber sie sei unschuldig, sie hat das nicht gemacht. Auf die Frage zu dem adoptierten Kind, weil sie ja sagte, dass sie von Tom nicht schwanger war und das zur Adoption freigegeben hätte, antwortete sie ausweichend und er gar nicht, wozu sie aber auch nicht verpflichtet ist. Und dann fragte der Staatsanwalt sie, warum sie dann den ganzen Prozess über lächeln und sogar lachen würde. Zum Beispiel, als der Vater darüber sprach, wie es war, seine Kinder identifizieren zu müssen und halt alles im Leben verloren hat, da hätte sie sich zu ihrem deutschen Anwalt gelehnt, irgendwas gesagt und dann gelacht. Sie sagte nur, dass sie sich daran nicht erinnern könnte. Sollte sie tatsächlich gelacht haben, dann ganz sicher nicht über die Geschichte des Vaters, der seine Kinder verloren hat. Am 26. August 2008 wurde Christine dann für Mord und versuchten Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Man versuchte noch herauszufinden, ob sie zum Tatzeitpunkt irgendeine psychische Störung gehabt haben könnte. Da sie sich aber weigerte, mit den Leuten über die Tat zu sprechen, schätzte man sie als gesund genug ein. Sonst hätte sie den Großteil der Strafe in einer Psychiatrie absitzen können. Außerdem verklagte man sie, also die Nebenkläger, auf Schadensersatz. Christine muss Emma umgerechnet 140.000 Euro bezahlen und an die anderen Nebenkläger zusammen ungefähr 13.000. Außerdem darf sie nie wieder zurück nach Schweden kommen. Natürlich legte Christine gegen das Urteil Berufung ein. Doch die Berufung wurde abgelehnt und sie wurde dann im März 2012 in ein deutsches Gefängnis nach Vechter in Niedersachsen verlegt, wo sie ihre restliche Strafe absitzen soll. Also ich glaube, sie war es. Aber anhand dieser Beweise, keine DNA an ihr oder von ihr. Keine Fingerabdrücke am Tatort oder andere Spuren, die wirklich auf sie deuten. Der Hammer, den man ihr am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle abgenommen hatte, war wohl nicht die Tatwaffe. Auf ihm oder an ihm fand man keine Blutspuren, kein Fitzelchen. Die Schuhabdrücke von Schuhen, die sie gegebenenfalls mal gehabt hat. Jemand wurde bei Emmas Haus gesehen. Das stimmt. Aber die Person trug einen großen Kapuzenpullover. Sie ist ja angeblich wegen diesen Runensteinen dort gewesen. Aber auf ihrem Handy konnte man keine Fotos wiederherstellen, die das belegten. Außerdem soll sie sich für die schwedische Geschichte gar nicht so interessiert haben. Nicht mal ein Katzenhaar von Emmas Katzen fand man auf Christines Kleidung. Emma hat sie zwar identifiziert, allerdings hatte sie starke Gedächtnisstörungen. Also vielleicht hat sie sich erinnert, aber vielleicht war es auch nur eine Erklärung, die in ihrem Kopf Sinn gemacht hat. Das weiß man leider nicht. Nur ein paar Indizien sind wirklich übrig geblieben. Sie hat Emma und Torgny über das Internet ausspioniert. Sie war zum Zeitpunkt in dieser Stadt. Sie war nach der Trennung depressiv und hat wahrscheinlich ihre Antidepressiva abgesetzt. Im Prozess hat sie sich unmöglich verhalten und sie hatte ein Motiv. Die Beweise sind schon recht dürftig und beweisen halt nicht unbedingt, dass sie diese Tat auch wirklich begangen hat. Sie wurde zwar rechtskräftig verurteilt, aber irgendwie fühlte es sich komisch an. Wenn ich unter dieser Beweislage verurteilt worden wäre, ich glaube, ich wäre von der Justiz mehr als nur enttäuscht. Eine Gerichtschefin sagte kurz vor Prozessende oder kurz nach Prozessende, ich habe nie an die Unschuld der Angeklagten geglaubt. Das ist nicht gut. Also dieses schon vorverurteilen ist halt nie gut. Ich halte sie vorwiegend wegen ihrer Tagebucheinträge, dem Hinterherspionieren und ihrem Verhalten vor Gericht für schuldig. Aber das sind keine Beweise. Das ist nur ein Bauchgefühl. Später schrieb die Mutter Emma ein Buch mit dem Titel »Warum weint Emma nicht?«, da sie für viele zu fröhlich und glücklich gewirkt hat. Und mit diesem Buch hat sie versucht, ihre Trauerarbeit zu erklären. Und
zu zeigen, wie es wirklich in ihr aussieht. Die Leute wollten halt von ihr Hass, Wut und Trauer sehen. Aber Emma wollte nicht hassen. Sie wollte an Liebe und Hoffnung glauben. Die vorläufigen Ermittlungsprotokolle werden in Schweden wohl im Internet veröffentlicht, also recht frei zugänglich. In diesem Fall fanden sich aber auch die Autopsiefotos der Kinder in diesem Bericht. Der Vater Niklas versuchte dann dagegen zu klagen, dass man halt die Bilder von seinem Kind aus dem Internet nimmt. Seinen erschlagenen Kindern. Doch damit kam er nicht durch und es hatte nur zur Folge, dass noch viel mehr Menschen sich diese Bilder angeguckt haben. Also an einem Tag waren es, glaube ich, 50.000 Klicks. Und diese Bilder sind heute immer noch im Internet und auch frei zugänglich. Ich habe es mir erspart, mir sie anzugucken, denn ich würde ganz gerne irgendwann mal wieder ein Auge zukriegen. Und das war der Fall zu Emma, Max und Saga, die alle wahrscheinlich von Christine angegriffen wurden. Und Max und Saga haben diesen Angriff nicht überlebt. Und was nehmen wir aus diesem Fall mit? Also, wenn du nach so kurzer Zeit schon so krasse Gefühle für jemanden hast, solltest du dir einen Moment Gedanken darüber machen. Besonders in der Anfangszeit sind Menschen halt nicht so, wie sie sind. Wir wollen ja, dass derjenige, den wir gut finden, uns auch gut findet. Da wird nicht gepupst, gerülpst, gezankt. Man besteht auch nicht so vehement auf seine Meinung. Da ist man noch so fuschelig weich wie Watte und viel großzügiger und rücksichtsvoller. Und erst wenn man diese Phase überstanden hat und die ersten Stinkepüpse raus sind, also die Marotten des anderen mitbekommen hat, dann kann man sich überlegen, was man wirklich für diese Person empfindet. Ich glaube, dass Christine einige Probleme in ihrem Leben gehabt hat, auch wenn ihr Leben von außen betrachtet auf jeden Fall aufregend klingt. New York, Oklahoma, wieder zurück nach Deutschland, dann ab nach Griechenland zweimal, um dort zu leben und arbeiten und dann nach Stockholm. Das war eine fragwürdige Entscheidung. Denn wegen einem Urlaubsflirt in ein anderes Land zu ziehen, das ist schon intensiv. Auch die Selbstmordversuche nach den Trennungen, die Geschichten, die sie sich ausgedacht hat, also auch vor Gericht räumte sie ein, dass sie bei dem einen oder anderen vielleicht geschwindelt haben könnte, vielleicht aus Unsicherheit. Also sie sagte halt sowas wie, es kann sein, dass ich ausgesagt habe, dass der Regenschirm, den ich an dem Tag dabei hatte, blau war, obwohl ich ganz genau weiß, dass er schwarz war. Aber eben auch die angebliche Schwangerschaft. Also da muss einiges bei ihr nicht so ganz rund gelaufen sein. Aber ich schweife schon wieder ab. Also, bevor du dein Herz komplett an jemanden hängst, was du nicht machen solltest, du solltest immer ein Stück bei dir behalten, aber bevor du das tust, lern erstmal seine Stinkepüpse und seine Macken kennen. Oder ihre. Frauenpupsen. Ich bin gespannt zu hören, was du von diesem Fall hältst. Glaubst du, sie war es? Was hältst du von dieser Beweislage? Ach so, sie sagte auch, auf dem Rückweg hätten sie Freunde mitgenommen, wollte aber die Namen der Freunde, die sie mitgenommen haben, nicht sagen. Außerdem sagte sie, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit da gewesen wäre. Ihre Vermieterin sagte aber, sie hat sie erst um Mitternacht heimkommen hören und sie wäre da sehr laut gewesen. Alles in allem war aber auch besonders die Presse sehr befangen und eine Gerichtschefin. Also ja, schwierig. Sie wurde auch meistens nur die Deutsche genannt und nicht Christine Schürer. Kann man jetzt von halten, was man will. Na gut, das ist das Make-up. Ist mir spontan eingefallen. Weiß ich nicht. Finde den weißen Eyeliner ein bisschen krass. Bin ich mir sehr unsicher, wobei es auch kein richtiger Eyeliner ist, sondern so eine Bodypaint-Farbe. Ist schon sehr intensiv. Ist auch krass. Es hat sich ja überhaupt nicht verfärbt oder so. Anders wie bei dem von Essence. Bin ich mir sehr unschlüssig, könnt ihr gerne eure Meinung zu sagen, ob es gefällt oder nicht. Ich muss damit jetzt auf jeden Fall einkaufen gehen. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was.